Stern war das Leben, da war ich 14 Jahre, das war mein journalistisches Leben. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, sonst hätten die mir den Vertrag nicht verlängert, dass ich das nicht konnte. Sondern ich hatte das Gefühl, ja, auf dem Klavier kann ich spielen. Und die Depression kam, weil ich plötzlich merkte, welches Klavier ich verloren hatte und welche Möglichkeiten ich plötzlich nicht mehr hatte. Ich konnte ja wirklich was bewegen in diesem Land. Ich hatte Macht. Ich war mächtig. Was der Stern machte, war entscheidend für vieles. Und ich war der, der ihn machte. Also hat der Verlust von Macht schon etwas bedeutet. Und ich wusste erst dann, wie hoch die Macht gewesen ist. Und die Depression war gewaltig, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, was mache ich denn jetzt? Man dachte natürlich, gut, Abfindung und so, und dann wird schon irgendwie. Aber was bewegen wollte, was machen wollte, was verändern wollte. Wie ich schon vorhin sagte, ich bin Journalist geworden, um was zu verändern. So. Und plötzlich konnte ich nicht mehr verändern. Das war die Depression. Und erst als die Depression sozusagen auch rausging aus mir, auch gesundheitlich rausging aus mir, war eigentlich genügend Freiheit, wieder im Kopf was anderes zu machen.